Mariah Carey mit 25 Jahre altem Hit Endlich, endlich auf Platz 1. Mariah Careys Weihnachtsklassiker All I Want for Christmas Is You hätte es nach 25 Jahren auf den ersten Platz der US-Billboard-Charts geschafft. Die Dutch My Body Interpretin postete zuletzt auf Twitter einen Beitrag, in dem sie den Erfolg ihres Songs von 1994 zu verkündete. Die Sängerin schrieb auf ihrem Account auf Twitter, wir haben es geschafft und fügte der Aussage ein weinendes und ein festliches Emoji hinzu. Mariah hat nun insgesamt 19 Nummer 1 Hits und der berühmte Track schaffte es bereits im Jahr 2018 bis auf den dritten Platz der Charts. 1994 nur auf Platz 12. Miss Carey veröffentlichte All I Want for Christmas Is You im Jahr 1994. In dem Jahr schaffte es das Lied laut Billboard auf Platz 12 der Radiocharts. Da der Song nicht als Single herauskam, schaffte er es damals allerdings nicht in die Hot 100. Es ist der erste Weihnachtssong an der Spitze der Charts seit 61 Jahren, wie Billboard mitteilte. 1958 stand das Chipmunks-Lied Der Chipmunks-Song auf Platz 1. Zugleich ist es Mariah Careys 19. Nummer 1-Hit. Sie liegt damit nur noch ein Song hinter den Beatles. Hier sind ebenfalls mit dabei die Pop-Diva veröffentlichte eine Mini-Dokumentationen, die von den Aufnahmen des Lieds handeln. In dem Projekt von Amazon Music verrät sie, dass sie einen Klassiker schreiben wollte. Die Dokumentation feiert das 25. Jubiläum von Mariah Careys Album Merry Christmas und verfolgt die Entwicklung des Tracks, der zu einem modernen Klassiker wurde. In dem Film sind die Musikerin selbst und auch Kommentare ihrer Backup-Sänger zu hören. Des Weiteren sind Mariahs guter Freund Trey Lorenz und ihr musikalischer Kollege Randy Jackson mit von der Partie. An der Dokumentation haben auch Gary Trust, der Abteilungsdirektor der Charts bei Billboard ist, und Shirley Halperin, die Musikredakteurin beim Variety-Magazin ist, mitgearbeitet.